Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe gerade ein paar Probleme, weil, wie man vielleicht sehen kann, habe ich mir hier ein bisschen ein neues System installiert. Das deutet vielleicht der Hintergrund an. Und ich zeige euch mal hier den aktuellen Output von BUNZIP Recover. Und das liegt ja, daran, dass ich Tölpel meine Backup-Datei nicht geprüft habe. Und nun eine 12 GB-Datei mehr oder weniger manuell auspacken darf. Ja, und da ich dachte, wir könnten vielleicht zusammen was dabei lernen, zeichne ich das doch gerade auf. Ja, im Endeffekt sieht es jetzt folgendermaßen aus. Es gibt ein Programm, also gehen wir davon aus, dass ihr ein Backup angelegt habt, was ihr mit tar in eine riesen Datei geschrieben habt und mit bzip2 komprimiert habt. Beziehungsweise es geht auch in einem Schritt mit tar im Prinzip, dass ihr die bzip2 Komprimierung angeschaltet habt. Und da habe ich eine coole Seite gefunden, weil aus dem Kopf kann ich das nicht. Die ziehe ich euch mal hier rein. Und da ist relativ gut erklärt, ja, wie man eine korrupte tar-bz2-Datei wieder auspacken kann. Weil es ist jetzt so, dass ich zwei Fehler in dieser Datei habe. Also das äußert sich so, dass er die Datei beim normalen Auspacken nicht mehr, ja, dass er einen Fehler bringt und im Prinzip gar nichts macht und sagt, er hat hier einen CRC-Fehler. Das CRC ist eine Prüfsumme, womit erkennt, ob eine Datei noch in Ordnung ist. Und das Programm ist an sich ziemlich blöd, weil die Daten sind ja definitiv noch da, bis zu einem gewissen Grad. Es ist eben nur eine ganz bestimmte Stelle in dem Archiv kaputt oder halt mehrere. Und dann muss man jetzt Hand anlegen. Und so viel habe ich halt schon festgestellt. Die Datei ist kaputt, habe festgestellt, es sind zwei Fehler. Und im Wesentlichen geht es darum, also in diesem Schritt, wo ich gerade dabei bin, ist dieses BZIP2 Recover auszuführen. Und da meine Datei recht groß ist, sprich ungefähr 10 GB, habe ich jetzt hier eine ganze Menge Dateien, die mir dieses BZIP2 Recover erzeugt. Wie man hier sehen kann, der schreibt jetzt hier eine Unmenge an Daten aus der 12 GB-Datei oder 10 GB-Datei jeweils einzeln verpackt in ungefähr 1 MB große Stückchen. Ja, ab und zu zuckelt es hier. Mal sehen, ob man das auf dem Video auch sehen kann, weil Aufzeichnung plus Recovern ist natürlich gleichzeitig ein bisschen Auslastung fürs System. Hier der untere CPU-Core, der ist ziemlich ausgelastet. Da läuft gerade dieses BZIP Recover drauf und hier ungefähr habe ich die Aufzeichnung begonnen. Also sind noch ein paar Leistungsreserven vorhanden. So, ich habe das jetzt mal übersprungen, das Auspacken der Dateien. Und wir sehen, wir haben insgesamt fast 24.000 Einzeldateien aus 10 GB, einem 10 GB Archiv raus extrahiert. Und wie geht es jetzt weiter? Gut, ich führe diesen Befehl aus und zwar wird jetzt bzip2 benutzt, um alle Dateien zu analysieren und das Ergebnis in der Log-Datei zu speichern. Und er wird im Prinzip mir eine Datei ausgeben, die mir genau sagt, was und wo ich ja eine Datei habe, die von diesen einzelnen Dateien, die nicht in Ordnung ist. Und wir könnten mal uns anschauen, was der da ausgibt. Ich hoffe, ich habe das noch drauf. Hol mir mal eine zweite Konsole rein. Und es sieht jetzt so aus, es gibt einen netten Befehl, der heißt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, tail. Und damit können wir uns ausgeben lassen, was zum Schluss passiert. Genau, also wir sehen jetzt hier, die letzten Dateien wurden ausgegeben. Er ist jetzt bei der 277. Und da haben wir auch gleich einen neuen Befehl kennengelernt. Ich glaube, man kann sogar sich die letzten,
Also man kann das dauerhaft offen lassen, solange bis was reingeschrieben wird. Also mal kurz anschauen, was das Manual dazu sagt. Fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich die Schrift ein bisschen hochdrehen, damit ihr auch was davon habt. Ja, der linke Teil ist relativ uninteressant, da passiert nicht viel. F wie Follow, so sieht's aus. F Test Output. Ah, da sehen wir jetzt, was hier genau passiert, also was das BZIP2 in unseren Test Output hineinschreibt. Das hier auch nochmal eine Runde vergrößern. So. Und wir waren bei 20.000 Dateien, also wir werden sehen, das dauert noch eine Weile. Bei 11.000 ungefähr kommt die erste Datei rein und bei 12.000, oh ne, 20, irgendwas in 20.000 die zweite Datei. Aber das sehen wir dann, das Ergebnis später. So, mit Ctrl-C breche ich das wieder ab und ja, bis zum nächsten Schritt. Ihr könnt gespannt sein. So, da bin ich wieder und wir sehen jetzt hier BZ Recover finished. Beziehungsweise mein Test Output Log wurde fertig geschrieben und ich kopiere mir jetzt einfach den nächsten Befehl, der mir jede Zeile raussucht in dieser Datei. Welche ein. Das ist eine Regular Expression, die sagt, es darf nicht okay drin vorkommen in einer Zeile. Und hier sehen wir, wir haben zwei nicht okay Zeilen. Gut, die letzte, die hier ausgegeben worden ist, die ignorieren wir mal. Und das sind zwei Dateien mit CRC oder ja, zwei dieser ausgepackten BZ2-Dateien, die einen CRC-Fehler beinhalten. Und die werden wir jetzt mal umbenennen. So, damit ich jetzt nicht unnötigerweise hier einen Fehler mache. Ab in die Zwischenablage damit. Und das gleiche mache ich mit der hier. So, jetzt sind die erstmal in Anführungszeichen markiert, sodass ich die geeigneterweise finde. Und jetzt geht es weiter. Wir machen uns für diese drei Teile, also wir haben ja jetzt einen Teil mit Dateien, die okay sind, dann einen Teil mit einer Datei, wo ein Fehler drin ist und einen zweiten Teil, wo wieder Dateien sind, die okay sind. Und dann kommt noch der zweite Fehler, also wir sehen jetzt hier oben nur den zweiten Fehler und das heißt, wir haben insgesamt drei Teile mit zusammenhängenden BZ2-Dateien, die okay sind. Die können wir zusammenpacken und später dann auspacken. Und die werde ich jetzt jeweils in eigene Verzeichnisse schieben, damit ich die nicht durcheinander wurschtle. Und wie nenne ich die? R1. Und ich fange einfach mal mit dem letzten funktionierenden Check an. Und ich werde dazu nicht den Dateimanager bemühen, weil der würde bei der Masse an Dateien einfach untergehen. Da könnte man, glaube ich, nicht sinnvoll mitarbeiten. Sollen wir es mal ausprobieren? Man könnte es mal versuchen. Und ups, das sind die Dateien, die ich gerade aufzeichne. Restore ist hier. Also noch reagiert er nicht, er hat aber schon einiges gefunden. Oh, es geht doch relativ zügig. Ja, vielleicht mache ich das doch damit. Schauen wir mal, Compact View Mode.
ob es hier eine Ansicht gibt, die das Ganze ein bisschen verkürzt. Details wird er jetzt erstmal alles umsortieren. Aber wenn der Anfang schon so gut geklappt hat, mit etwas Glück. Ja, dann suchen wir uns einfach die erste kaputte Datei mit dem Dateimanager raus und machen das hier mit der Maus. Weil ich habe jetzt keine Lust mehr extra für diesen einmaligen Einsatzzweck noch ein Bash-Skript zu schreiben, was das in einer Zeile erledigt. So, das wird hier ungefähr in der Mitte sein. Sind wir schon zu weit? Eins, eins, vier, sieben, acht suchen wir. So, dann markieren wir mal alle Dateien, die in R1 rein sollen. Move hier, genau. Das geht relativ zügig in der Regel. Warum macht er nichts? Also ich habe jetzt hier auf meinem anderen Monitor eine Anzeige, dass er noch irgendwie am Arbeiten ist, aber die scheint irgendwie nichts zu machen. Ja, hätte ich es mal lieber doch über die Konsole gemacht. Ah, wir sehen, er arbeitet. Er zeigt mir nur den Gesamtfortschritt an, einen Job. Und Mann, oh Mann. Also über die Konsole werden wir jetzt mit dem Verschieben von allen Dateien schon längst fertig gewesen. Aber warten wir einfach mal, bis er durch ist. Die Hälfte haben wir ja schon. In der Zwischenzeit könnten wir eigentlich, das scheint ja wenigstens zu funktionieren, die restlichen Dateien. Hier sind auch nicht so viele in Teil 3 schieben. Und dann zeige ich euch dann noch, wie schön schnell das über die Konsole funktioniert. So, so hier ist die erste Lücke. Dann machen wir das mal hier mit Cut über die Zwischenablage. Und paste 70 Items hier rein. So, wir wissen jetzt, wir haben die Dateien für Teil 3 alle in einem Verzeichnis. Und jetzt warten wir noch, bis unser erster Job abgeschlossen ist. Da sind jetzt schon fast 10.000 Items drin, das heißt, er müsste eigentlich gleich fertig sein. Ah ja, jetzt aktualisiert er sich hier, hängt. Das ist nur das Tooltip, was hängt. Das Fenster kann ich verschieben, aber der Dateimanager an sich will nicht. Gut, ich weiß, ich mache das jetzt einfach mal hier schon. Lass mich mal nicht beirren von diesem Icon. Ich weiß, ich habe jetzt alle Teil 1 und Teil 3 Dateien jeweils in ihrem Verzeichnis. Das heißt, es bleiben nur noch die hier übrig, die in Teil 2 rein sollen. Die zerstörten Dateien und kaputten Dateien, die habe ich ja schon umbenannt. Das heißt, ich kann jetzt einfach mit dem Wildcard hier alle identifizieren und in mein R2-Verzeichnis reinschieben. So, zack, fertig, das war's schon. Wir sehen, die liegen jetzt hier schon drin und der Dateimanager ist so lahm, der checkt anscheinend nicht, dass die hier eigentlich schon gar nicht mehr da sein sollten. Genau, F5 gedrückt, dann aktualisiert er sich erst. Also Dateimanager sehr verwirrend und vielleicht nicht immer die beste Wahl. Daher, wenn es mit der Konsole geht, macht euch das Leben wahrscheinlich einfacher.
Gut, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Anleitung. Hier erklärt er also diese Vorgehensweise, dass ich für jede kaputte Datei im Prinzip so als Trenner benutze und mir nur die funktionierenden Dateien alle in ein Verzeichnis schreiben lasse. Jeweils die zusammenhängenden natürlich. Und ich starte jetzt erstmal in meinen Konsolen. Ich habe jetzt hier. Ich hole mir jetzt noch eine dazu. Hatte ich vorhin schon vorbereitet, weil das ist jetzt wieder ein längerer Prozess. Dieses Zusammenbauen der Dateien in den jeweiligen Verzeichnissen. Das wird eine Weile brauchen. So, wir sind hier im Verzeichnis 1, also machen wir aus allen REC-Dateien eine Recovery 1.tar. Das gleiche machen wir in unserem R2-Verzeichnis. Nennen das in dem Fall Recovery 2.tar. Und was etwas schneller gehen wird, weil es nicht so viele Dateien sind, in unserem dritten Verzeichnis. So, also alle zusammengehörenden Dateien werden jetzt erstmal hier rein verschoben. Wir sehen, dass hier halt schnell funktioniert. Das sind auch nur auf den ersten Blick 15 Megabyte. Naja, das geht ja. Die anderen Dateien werden dann schon das eigentliche Gros ausmachen. Und das wird wieder eine Weile dauern. Ich hoffe, die laufen nicht alle auf dem gleichen Core. Ansonsten muss ich halt noch ein bisschen warten. Ihr dürft dagegen gleich weiterschauen. Also schön, während das Auspacken der oder Zusammenfügen der anderen Dateien noch läuft, können wir ja schon mal exemplarisch für Recovery 3.tar vorgehen, was wir für jede einzelne machen müssen, was uns hier empfohlen wird. Und im Anhang dieses, also es gibt eine Datei zum Download auf diesem auf dieser Anleitungsseite, da war ein Perl-Skript. Und das kann ich jetzt mal öffnen. Wie hieß denn das gleich? Find tar headers, weil wir müssen jetzt nämlich noch den Teil von diesem Recovery.tar abschneiden am Anfang der Datei, der ungültig ist und der noch zu dem kaputten Teil, also gehört von der vorhergehenden Datei. Und ich habe mir, also das Skript selber ist nicht besonders groß. Das ist ein Perl-Skript. Ich kann kein Perl, deshalb kann ich euch auch nicht wirklich sagen, was das hier genau macht. Es wird halt im Dateiformat von der tar-Datei gucken, wo jetzt der nächste Header kommt. Das heißt, wo er wieder regulär die tar-Datei lesen kann. Gut, damit das funktioniert, also die Datei runterladen, auspacken. Und ausführbar machen, das ist ja, wichtig, damit ich jetzt Folgendes machen kann. Wir wollten in R3 unsere Recovery 3tar analysieren. Und laut Seite würde das jetzt etwas Output generieren. Und wir würden nur den Anfang brauchen. Also wir sehen hier, das sind meine Dateien. Und ich hoffe, hier ist jetzt nichts Verräterisches dabei. Offensichtlich nicht. Und am Anfang soll, also es soll nur die erste Datei interessant sein. Und da schaue ich jetzt nach, wie es weitergeht. First Occurrence of a Tar Header, genau. Also wir haben hier keine Naked Girls wie angenommen, aber dafür eine Datei. Sensor.png. Das klingt doch verräterisch. Aber wollen wir uns mal daran nicht aufhalten. Es ist im Prinzip nur ein schwarzer Balken. Und werden wir mal gucken, was wir damit machen sollen.
Wahrscheinlich sollen wir uns die Dateiposition hier raussuchen. Das wäre der Teil hier, den wir brauchen, wenn ich ihn richtig verstehe. Nämlich den Offset 17185. Aber der Offset kommt mir jetzt sehr groß vor. Gut, wenn das so ist, dann ist das so. Dann werden wir. Achso, das sind wahrscheinlich Bytes oder so, deshalb ist das so groß. Dann werden wir einfach mal tun, was er hier vorschlägt. Also ich habe mir jetzt hier den ersten Offset des ersten funktionierenden Headers wieder hier reinkopiert und dann schreibe ich einfach mal das ab, was er hier hat. Ich weiß jetzt auch nicht, das minus C, was das für ein Flag ist. Ich hoffe, das formatiert mir jetzt nicht die Festplatte. Und wir haben einen Recovery 3. Achso. Ich muss das natürlich von hier aus machen. Und ich kopiere mir das aber dann in das aktuelle Verzeichnis rein. Okay. So viel steht fest. Er soll es ja auch hier in diese Datei reinschieben und nicht diese Datei. Ah, jetzt hat es gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier wahrscheinlich die Recovery 3.h im aktuellen Verzeichnis. Die schauen wir uns jetzt einfach mit dem Befehl an, den er hier vorschlägt. Und wir sehen, diese Dateien, die vorher für uns scheinbar verloren waren, können jetzt wieder extrahiert werden. Gut, und soweit, so gut. Ich würde sagen, wir schauen nochmal, ob hier noch irgendwas Wichtiges ist. Also noch ein paar additional information. Mit dieser Anleitung solltet ihr auch in der Lage sein, eure kaputten tar.bc2-Dateien wiederherzustellen. Ja, viel Erfolg damit und wenn Fragen sind, postet sie in den Comments, dann haben auch andere Leute die Chance darauf zu antworten. Bis zum nächsten Mal.